auf den Tagesordnungspunkt 2. Zweite Lesung Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19689, Gesetz zur Novellierung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge, Flüchtlingsaufnahmegesetz. Ich weise hin, erstens auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Innenausschusses, Drucksache 7552 zum Flüchtlingsaufnahmegesetz, Drucksache 19689. Zweitens weise ich hin auf den Änderungsantrag der Fraktion der Piraten. Dieser Änderungsantrag trägt die Drucksachennummer 7620. Und ich weise drittens hin auf den Änderungsantrag der Fraktion der CDU. Dieser Änderungsantrag trägt die Drucksachennummer 7626. Wir debattieren in Verbindung mit dem Antrag der Fraktion der CDU mit der Drucksachennummer 7542. Nordrhein-Westfalen muss sich für eine gerechte Verteilung zum Wohl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge einsetzen. Und ebenfalls in Verbindung debattieren wir den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 7543, Abschiebung in die Kälte stoppen. NRW muss eine Anordnung zur Aussetzung von Abschiebungen gemäß § 60a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz in ausgewählte Staaten während der Wintermonate erlassen. Ich eröffne zu dem Gesamtkomplex die Aussprache. Und für als erster Redner hat Herr Kollege Körfges für die SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden heute plenar über das sogenannte Flüchtlingsaufnahmegesetz. Lassen Sie mich aber beginnen mit einem Hinweis auf zivilgesellschaftliches Engagement bezogen auf Flüchtlinge in unserem Lande, das uns alle stolz machen sollte. Ich bin froh darüber, dass sehr, sehr viele Menschen in allen Kreisen, Städten und Gemeinden unseres Landes sich das Anliegen, Willkommenskultur zu leben, zu eigen gemacht haben. Und ich habe gestern einen Weihnachtsbrief erhalten mit der Überschrift »Macht hoch die Tür«, der Bezug nimmt auf die Situation von Flüchtlingen in unserem Land. Dieses Schreiben des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften im Bezirksverband Mönchengladbach, Reit und Korschenbruch hat mich in der Tat sehr berührt, weil dort eine Verbindung zwischen der christlichen Heilsbotschaft und der Verantwortung für Menschen, die zu uns kommen, weil sie vor Krieg und Not, Verfolgung und Hunger fliehen, hergestellt wird. Und ich erlaube mir jetzt wörtlich zu zitieren. Es geht um die Anerkenntnis einer Verantwortung für eine menschliche Welt. Die Kernfrage kann nur lauten, was können, wollen, müssen wir tun? Die Ansätze sind klar. Macht hoch die Tür, aber geht auch an die Quelle des Elends. Liebe Kolleginnen und Kollegen, treffender kann man das nicht beschreiben, was alle Fraktionen in diesem Haus, die Menschen in unserem Lande und auch alle Ebenen staatlicher Verantwortung, kommunaler Verantwortung derzeit eint. Wir wollen Verantwortung übernehmen gemeinsam für die Menschen, die bei uns Schutz und Hilfe suchen. Insoweit halte ich es für auch lobenswert und anerkennenswert, das ist in der Debatte zum Haushalt eben mehrfach auch angesprochen worden, dass wir eine weitere Summe in Höhe von 500 Millionen Euro zur Verfügung haben. Aber die wird eben nur zur Hälfte vom Bund zur Verfügung gestellt und die andere Hälfte finanzieren wir, die Länder, zu einem gleichen Anteil. Und wenn jetzt moniert wird, das Land hätte mehr zur Verfügung stellen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen, über insgesamt 145 Millionen Euro hinaus, dann kann ich nur sagen, Sie haben Ihre Chance gerade eben verpasst. Sie hätten ja einen Änderungsantrag zum Haushalt an der Stelle stellen können. Ansonsten kann ich Ihnen nur sagen, ist das ganz offensichtlich nur eine leere rhetorische Nummer gewesen. Und ich will Ihnen an der Stelle noch mal in Erinnerung rufen, dass wir mit unseren Änderungsanträgen, die ja Gottlob nicht attackiert worden sind, und da finde ich, ist es sehr ehrenwert, wenn man in den Wettstreit auch bezogen auf Höhen und Summen geht, dass wir mit unserem Änderungsantrag zum FLÜAG zusätzlich 40 Millionen Euro pro Jahr
sich dynamisierend, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Kommunen zur Verfügung stellen. Die Ratio des CDU-Antrages hätte ich gerne im Fachausschuss mitdiskutiert, nur leider lag der an der Stelle noch nicht vor. Und lassen Sie mich auch was sagen zur Frage der Härtefälle in Krankheitsfällen. Herr Kollege Körfges, Entschuldigung, es gibt im Rutsch noch eine Zwischenfrage bei Herrn Kollegen Herrmann. Ja. Freigeschaltet. Ja, vielen Dank, Herr Körfges, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wollen Sie zur Kenntnis nehmen, dass wir Haushaltsänderungsanträge gestellt haben, die Sie abgelehnt haben, und auch, dass Sie die von Ihnen jetzt gerade erwähnten Änderungsanträge, wo Sie keine Widerrede, keinen Widerstand bekommen haben, so gestellt haben, dass der gar nicht möglich war, weil Sie nämlich erst letzte Woche gemacht haben? Ich darf Ihnen konzedieren, dass Sie einen Änderungsantrag, dass Sie Änderungsanträge gestellt haben. Ich habe gerade nur die Fraktion der CDU angesprochen. Insoweit ist die Zwischenfrage sicherlich berechtigt. Nur die Antwort auf die Frage, wie Sie denn bitte die finanziellen Aufwendungen hätten, die da zusätzlich mit verbunden gewesen wären, refinanzieren wollen, sind Sie an der Stelle leider auch schuldig geblieben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie mich an der Stelle noch mal zur Übernahme von Gesundheitskosten in Härtefällen kommen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann die Kämmerer aus den Kommunen, ich kann die Menschen, die vor Ort sich da einsetzen, durchaus verstehen. Ich will Ihnen nur eins sagen, hätten Sie mit uns gemeinsam den Weg, und das geht in Richtung auf die CDU, den Weg gewählt, das Asylbewerberleistungsgesetz insgesamt infrage zu stellen auf Bundesebene, hätte es für die Kommunen eine viel grundsätzlichere Entlastung an der Stelle geben können. Insoweit, finde ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich möchte jetzt noch ganz kurz zum Antrag der Piraten kommen, der in verbundener Debatte diskutiert wird. Und ich will darauf hinweisen, dass es hinsichtlich der Menschen, die keine gesicherte Bleiberechtsperspektive haben, weil sie Asylfolgeantragstellerinnen und Antragsteller sind, tatsächlich Probleme mit ihrem Aufenthaltsrecht bei uns gibt. Und ich bin froh darüber, dass wir seinerzeit zumindest mit dem Vorgriffserlass für einen Teil dieser Menschen für eine gesicherte Perspektive gesorgt haben. Ebenso bin ich der Ansicht, dass es einer besonderen Sensibilität bedarf, wenn es um die Rückführung von Menschen insbesondere in Staaten geht, die dem Anspruch, unabhängig von der Anerkennung bei Asylbewerberquoten, bei der Asylanerkennung, die dem Anspruch nicht genügen, hier gegen Diskriminierung und Ausgrenzung entsprechend vorzugehen. Auch da, finde ich, haben wir ein ernstes Problem miteinander zu besprechen. Nur, ich kann Ihnen an der Stelle sagen, mir ist es allemal lieber, den Sensibilisierungserlass, der sich aus meiner Sicht für das Kosovo bewährt hat, auf alle Westbalkanstaaten auszudehnen und an der Stelle dann dafür zu sorgen, dass nicht nur bezogen auf den Winter, sondern bezogen auf den auf die Abschiebung und damit verbundene Härten insgesamt Bezug genommen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle halte ich das deutlich überschritten. Ich komme zum Ende, ja. An der Stelle halte ich das für den besseren Weg. Insoweit werden wir Ihrem Antrag jetzt gleich von den Piraten nicht zustimmen. Aber ich glaube, wir müssen uns alle gemeinsam auch in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss für uns alle leisten, an der Stelle sicherlich positionieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfges. Für die Fraktion der CDU spricht der Kollege Cooper. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Flüchtlingsstrom nach Deutschland hat sich in den letzten 2 Jahren jeweils verdoppelt und wird auch im kommenden Jahr, das zeigen alle Prognosen, nicht abreißen. Man rechnet 2015 mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen, rund 230.000 Asylanträgen. Und für NRW wird dies bedeuten, dass wir mit etwa 50.000 Flüchtlingen rechnen müssen, die in unseren Städten und Gemeinden aufzunehmen und zu integrieren sind. Angesichts dieser Zahlen hätte und muss die Landesregierung frühzeitiger reagieren, um notwendige Rahmenbedingungen vor Ort zu schaffen, dass Menschen, die auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Gewalt sind, hier empfangen und nicht nur verwaltet werden. Mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz haben Sie, sehr geehrter Herr Minister Jäger, zu lange dafür gesorgt, dass die Kommunen viel zu wenig Geld bekommen für diese wichtige Aufgabe.
Die Kommunen mussten und müssen auch weiterhin viele Millionen Euro eigener Mittel aufwenden, um die Flüchtlinge materiell willkommen zu heißen. Ihre zweifelhaften Behauptungen hinsichtlich der Überzahlung einzelner Kommunen lassen viele Kostenpositionen außen vor, was sie wissen und was in den NRW-Städten und Gemeinden zu Recht auch für massive Verstimmung sorgt. Es kann nicht richtig sein, so ein Zitat, dass Kommunen wie Duisburg, die an allen Ecken und Kanten sparen müssen, nur knapp 20% der Kosten erstattet bekommen. Zitat Ende von SPD-Oberbürgermeister Sören Link gegenüber der WAZ am 5.9.2014. Obwohl also nicht nur wir Sie auf Defizite der bisherigen Pauschalerstattung und der Organisation aufmerksam gemacht haben, gab es für Sie viel zu lange keine Notwendigkeit, wirklich zu verbessern. Wir haben Ihnen beispielsweise schon vor einem Jahr den Vorschlag gemacht, die Krankheitskosten für Flüchtlinge bei den Kommunen deutlicher zu unterstützen und da einen Härtefallfonds einzurichten. Jetzt erst gehen Sie darauf ein. Die weitere Ignoranz zeigte auch dieses Gesetzgebungsverfahren. Die erste Lesung am 11. September, also war vor gut 3 Monaten. Damals sollte es, obwohl die Flüchtlingsströme bekannt waren und die finanziellen Nöte der Kommunen bekannt waren, keine wesentlichen Änderungen, letztlich keine strukturellen Euro zusätzlich geben. Aber seit dem Tag hat sich in der NRW-Flüchtlingspolitik viel verändert. Es ist viel passiert. Die entsetzlichen Bilder aus Burbach über Missstände in den Landesunterbringungseinrichtungen. Der NRW-Flüchtlingsgipfel und lange angekündigte Maßnahmen des NRW-Flüchtlingsgipfels. Sie von den regierungstragenden Fraktionen haben zu lange die Augen vor den Herausforderungen der Flüchtlingsströme verschlossen. Es mussten leider erst die Bilder aus Burbach weltweit für Empörung sorgen, dass Sie bei der Flüchtlingspolitik endlich aufwachen und anfangen, Ihre Verantwortung zu übernehmen. Traurig, aber wahr. Ihre Ankündigungen im NRW-Oktobergipfel ließen erste gute Schritte erahnen. Aufstockung der Landesmittel um 40 Millionen Euro, der Härtefallfonds für Krankheitskosten. Und dann kam die Bund-Länder-Verständigung mit den 108 Millionen Euro, wie sie hier immer auf der Basis von Einwohnerzahlen gerechnet werden. Wir verstehen die übrigens anders. Wir verstehen es so, wie der Text der Vereinbarung steht, dass wir am Umsatzsteueranteil beteiligt werden. Und dann müsste es normalerweise 119 Millionen für NRW sein. Aber die Zeit wird es zeigen. Die Ernüchterung ist aber schnell in den Kommunen angekommen, sehr schnell, als es nämlich um die Finanzierung und die Hilfen und die Weiterleitung des Landes ging. Sie leiten nur den Bundesanteil aus der Bund-Länder-Vereinbarung weiter. Mit dem Rest finanzieren Sie Ihre im Oktober versprochenen Maßnahmen. Das sind die klebrigen Finger und das zeugt davon, dass Sie immer noch nicht den Ernst der Lage erkannt haben. Meine Damen und Herren, mit Ihrem Gesetzentwurf sind Sie nicht weit genug gegangen. Wir werden uns dabei gleich wohl enthalten, haben Ihnen aber hier mit einem Änderungsantrag die Chance einer Verbesserung gegeben. Wir wollen eine Anpassung der Stichtagsregelung, nämlich mit Ihrer Regelung lassen Sie die Kommunen auf Vorjahresflüchtlingszahlenbasis letztlich mit Kosten für 10.000 der 38.000 Flüchtlinge im Regen stehen. Wir wollen einen wirklichen Hilfsfonds für die Krankheitskosten ab 50.000 Euro und damit 50 Gemeinden beim echten Problem helfen. Und wir wollen eine vollständige Weiterleitung der Bundesmittel. In Zeiten von Flüchtlingsströmen aus Syrien und dem Irak und den daraus entstehenden Herausforderungen für die Kommunen ist dieses der falsche Zeitpunkt, Kollege, mit Rechentricks und Wegschauen aus der Verantwortung zu entziehen. Ich komme zum Ende. Es ist bald Weihnachten, geben Sie sich einen Ruck und sorgen Sie für ein weiteres Stück Zwischenmenschlichkeit und Gerechtigkeit in der NRW-Flüchtlingspolitik. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Küper. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Kollegin Bücker.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur zu dem Punkt, dass Sie alle inzwischen auf Ihre Redezeit hingewiesen haben. Zu drei verschiedenen Sachverhalten in 5 Minuten zu sprechen, ist auch sehr ambitioniert. Also ich versuche es mal. Frau Kollegin, wenn ich das eben sagen darf, das ist nicht ein Problem des Präsidiums, sondern das ist eine Vereinbarung der Fraktionen. Ich wollte nur erklären, warum die Kollegen alle in Schwierigkeiten kommen, ich wahrscheinlich gleich auch, aber ich versuche es mal. Zum Flüchtlingsaufnahmegesetz, was heute zur Abstimmung steht. Wir geben hier 40 Millionen mehr an strukturell an die Kommunen, über 20% Steigerung. Wir richten einen Härtefallfonds ein für schwerkranke Flüchtlinge. Und wir Kommunen, die besonders in den Grenzregionen sehr viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen, bekommen diese auf ihre Aufnahmequote angerechnet. So, jetzt geht die CDU vor allen Dingen hin und sagt, das ist nicht genug. Das geht immer als Argument. Genug kann es da nie geben. Aber, Herr Cooper, was ich schäbig und unredlich finde, und das haben Sie im Innen- und im Kommunalausschuss auch schon vorgetragen, schäbig und unredlich ist dabei, dass dort, wo die CDU in Verantwortung ist, dort, wo sie Verantwortung trägt, nämlich in der Bundesregierung, haben Sie es doch verhindert, dass es zu einer strukturellen und vor allen Dingen dauerhaften Entlastung der Kommunen gekommen ist. Und vor allen Dingen haben auch Sie es verhindert, dass wir hier eine bessere Gesundheitsversorgung für die Flüchtlinge vor Ort haben. Aber dann hier in der Opposition hingehen und sagen, na, das Land steht mal jetzt als Ausfallbürger für die komplette verfehlte Bundespolitik hier allein in der Verantwortung, das nenne ich unredlich. Und das möchte ich hier auch zurückweisen, dass das so hier in der Argumentation nicht zu akzeptieren ist. Die Bundesregierung, das ist Fakt, ist zu keiner strukturellen Unterstützung der Kommunen bereit. Und die Bundesregierung ist auch nicht bereit zu einer besseren Gesundheitsversorgung für die Menschen in den Kommunen. Denn warum ist denn dieser Härtefallfonds überhaupt nötig geworden? Erstens, weil dieses unsägliche Asylbewerberleistungsgesetz, das Sie aufrechterhalten wollen, mit Ihrem Beharrungsvermögen immer noch Flüchtlingen eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung versagt. Das ist das Asylbewerberleistungsgesetz, und deswegen haben Sie da die Verantwortung, dass bei den Menschen diese Gesundheitsversorgung nicht ankommt. Und deswegen werden von den Sozialämtern doch Anträge abgelehnt, beispielsweise für Kriegsopfer auf eine Prothese, weil das im Asylbewerberleistungsgesetz nicht vorgesehen ist. Das strukturell zu verändern und diese Menschen in die normale Gesundheitsversorgung zu bringen und ihnen eine Gesundheitskarte zu geben für eine menschenwürdige Versorgung, das haben Sie hier verhindert. Und deswegen machen wir hier den Härtefallfonds, dass in vor Ort eine Behandlung nicht mehr am Geld scheitern soll. Und deswegen ist dies notwendig geworden. Aber was die Menschen wirklich brauchen, ist eine GKV-Versicherung. Normal wie jeder andere Sozialhilfeempfänger auch. Und ich finde es schäbig, dass Sie hier sagen, das Land muss mehr tun, wenn Sie auf Bundesebene verhindern, dass das bei den Menschen auch ankommt. Vor diesem Hintergrund, dass sich das Land hier der Verantwortung stellt und 2015 insgesamt 145 Millionen Euro über den Haushaltsentwurf der Landesregierung, der ja schon Steigerungen vorgesehen hat, 145 Millionen Euro für Flüchtlinge zur Verfügung stellt, das strukturell verankert und der Großteil davon an die Kommunen geht für eine bessere Versorgung der Menschen, die zu uns flüchten. Herr Paul, dann finde ich Ihre Kritik, er ist gerade nicht mehr da, bei einer Haushaltsrede hat er hier maßlos Ihre Kritik an diesem Ergebnis. Alle Oppositionsfraktionen, Herr Herrmann, auch Ihr Herr Paul, hat am Tisch gesessen beim Flüchtlingsgipfel. Herr Paul hat 3 Stunden lang sich mit null Forderungen dort in der Debatte eingebracht. Und nachher zu sagen, ich akzeptiere diese Vereinbarung und auch nicht dagegen geredet im Übrigen und keine eigenen Vorschläge auf den Tisch gelegt. Und danach zu sagen, er schämt sich, er hat in dem Gespräch nichts gesagt, ich war doch dabei. Und nachher zu sagen, jetzt gibt es 145 Millionen und dafür schäme ich mich für dieses Land. Ihre Politik kann man da wirklich nicht mehr ernst lesen. Und diese maßlose Kritik weise ich hier zurück. Zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, da gibt es einen Widerspruch und es fehlt etwas in Ihrem Antrag, Herr Cooper. Der Widerspruch ist, dass Sie die Forderung erheben, den Bayern-Antrag im Bundesrat beizutreten und in einem anderen Punkt fordern, das Kindeswohl sollte im Vordergrund stehen. Das widerspricht sich leider. Dem Antrag Bayern beizutreten, in dem es nur um eine quotale Verteilung geht und in dem das Wort Kindeswohl überhaupt nicht vorkommt und gleichzeitig zu sagen, für uns hat aber das Kindeswohl Vorrang, beides passt nicht zusammen. Und was fehlt, auch in der Kürze der Zeit, was fehlt,
In der Umsetzung der Kinderrechtskonvention fehlt etwas, nämlich dass Kinder nach der Kinderrechtskonvention bis 18 Jahre das Wohl des Kindes im Vordergrund steht. Und nach wie vor fehlt im Asylverfahrensgesetz die Heraufsetzung der Asylverfahrensfähigkeit von 16 auf 18 Jahre. Nämlich im SGB VIII, im Kinder-Jugendhilfegesetz, heißt es, alle Kinder eben bis 18 haben Anspruch auf Jugendhilfe. Und das fehlt in Ihrem Antrag, diese Forderung der Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Deutschland umzusetzen. Letzte Anmerkung zum Abschiebestopp im Winter. Problematisch, liebe Kollegen, Kolleginnen von den Piraten, finden wir diese Abschiebung in diese Länder nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr. Und deswegen müssen wir alle landesrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Da spreche ich den Innenminister an, denn der kann da über die Erlasswege einiges machen. Alle landesrechtlichen Möglichkeiten, das ganze Jahr auszuschöpfen, um problematische Abschiebungen, insbesondere auch in die Balkanstaaten hier, weil wir da sehr viele Abschiebungen haben, zu verhindern. Das möchte ich bitte das ganze Jahr haben. Wir können uns als Fraktion da immer mehr vorstellen. Das ist richtig, in einer Koalition ist das manchmal so. Aber mein Ziel ist es, hier Landesrecht auszuschöpfen, um das ganze Jahr inhumane Abschiebungen zu verhindern und nicht nur im Winter. Dankeschön. Nee, Frau Kollegin, bitte einen Moment hier bleiben. Es liegt eine Kurzintervention des Kollegen Herrmann vor, der auf dem Platz von Herrn Kollegen Lammler sitzt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Frau Kollegin Düker, natürlich Herr Dr. Paul war beim Flüchtlingsgipfel und er hat auch wir tragen das, was da besprochen wurde, mit, was da vor Ort besprochen wurde, wo wir Kritikpunkte angebracht haben, im folgenden Prozess ist, wie Sie das dann hier in Anträge bzw. in Haushaltsanträge und ins Gesetz gegossen haben. Und das haben wir zum Beispiel, was die soziale Beratung angeht, dass Sie da im Nachhinein noch andere Posten rein draufgepfropft haben zum Beispiel. Und diverse andere Punkte. Die Umsetzung, die kritisieren wir. Dazu haben wir Änderungsanträge gestellt, die Sie wiederum alle abgelehnt haben, auch relativ kommentarlos. Und insofern, wie gesagt, wir tragen die grundsätzlichen Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels auf jeden Fall mit. Und es war dringend notwendig, dass etwas passiert. Das haben wir immer wieder zum Ausdruck gebracht. Das möchte ich an der Stelle nur festgehalten haben. Ja, also dazu gibt es nur zu sagen, Herr Herrmann, dass wir nicht nur die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels finanziell eins zu eins in den Haushaltsanträgen umgesetzt haben, sondern wir sind darüber hinausgegangen. Das, was beim Flüchtlingsgipfel vereinbart wurde, war in Geld etwas roundabout über 40 Millionen, 43, 45 Millionen. Wir haben letztendlich hier im Haushaltsgesetz jetzt 91 Millionen Euro nur als Auswirkung von den Vereinbarungen des Flüchtlingsgipfels zur Verfügung gestellt, plus die 54 Millionen, die wir direkt vom Bund an die Kommunen weiterleiten. Macht zusammen 145 Millionen Euro. 154 Millionen Euro. 145, Entschuldigung. 145 Millionen Euro. Und meine Kritik richtete sich an Herrn Paul, dass er sich hier hinstellt und angesichts dieser nicht nur 1:1 Umsetzung des Flüchtlingsgipfels, sondern sie fast noch zu verdoppeln, plus Weiterleitung der Bundesmittel, sich hier hinstellt und sagt, er schämt sich hier für diese Politik. Das finde ich einfach unredlich und maßlos und wird dieser Politik nicht gerecht. Und man kann sie dann auch nicht mehr ernst nehmen in ihrer Kritik. Bitte. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Dr. Stamm. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über Flüchtlinge sprechen, möchte ich eine Bemerkung vorwegstellen. Es gibt in einer globalisierten Welt bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Ängste vor Veränderungen. Die Ängste müssen wir ernst nehmen. Die sind auch nicht alle rechts. Christian Lindner hat dazu vorhin ausgeführt. Es gibt andere, die auch vor TTIP Angst haben. Wir müssen als Demokraten mit seriöser Politik und einer besseren Vermittlung unserer Politik diese Ängste abbauen. Wer aber, und das muss man, glaube ich, an einer solchen Stelle auch einmal sagen, wie Pro-NRW und Teile der AfD Demonstrationen gegen Flüchtlinge organisiert, der ist widerlich und stellt sich außerhalb unserer demokratischen Wertegemeinschaft. Und das möchte ich an diesem Tag hier in diesem Haus auch sagen. Ich empfehle uns als Demokraten allem, uns hier nicht auseinander zu dividieren mit Diskussionen, wer wann, wo, an welcher Demonstration teilgenommen hat. Ich freue mich,
dass alle hier im Haus vertretenen Parteien bei uns in Bonn an der Demonstration Seite an Seite gestanden haben. Wir haben eine humanitäre Verantwortung gegenüber Flüchtlingen, und dieser Verantwortung ist diese Landesregierung bis heute aus unserer Sicht nicht ausreichend nachgekommen. Es hat Warnungen gegeben aus dem eigenen Haus, von Flüchtlingsorganisationen, von der Opposition. Und der Minister hat sich lange Zeit stiefmütterlich um dieses sensible Thema gekümmert. Sie waren lange Zeit fachlich nicht ausreichend im Stoff, weil sie das Thema nicht interessiert hat. Und dadurch sind auch Umstände entstanden, die das, was dann passiert ist, in Burbach und anderswo ermöglicht haben. Sie tragen nicht die persönliche Schuld. Das hat hier auch im Hause keiner jemals gesagt, aber sie tragen auch nach ihrem eigenen persönlichen Politikverständnis dafür die persönliche Verantwortung. Und wir haben dann eine Situation erlebt, wo der Minister unter Druck gekommen ist, wo die Ministerpräsidentin ihm beigesprungen ist und einen Flüchtlingsgipfel veranstaltet haben und hat. Und wir sind als Opposition hingegangen und haben gesagt, wir verzichten auf Parteipolitik, und wir sind auch zu Ergebnissen gekommen. Und die Ministerpräsidentin hat uns zwei klare Zusagen bei diesem Gipfel gemacht. Erstens, über die Finanzierung des Pakets wird es mit den Fraktionen ausführliche Gespräche geben, ausführliche Beratung mit den Fraktionen, Zitat, das ist bis heute ausgeblieben. Sie finanzieren die eine Hälfte mit Bundesgeldern und die anderen mit Steuererhöhungen. Das ist der erste Wortbruch vom Flüchtlingsgipfel. Und an die Ministerpräsidentin gerichtet muss ich sagen, die zweite Zusage, die Sie uns gemacht haben, das ist die Fortsetzung des Flüchtlingsgipfels. Und da ist bis heute auch nichts passiert. Das heißt, Finanzgespräche versprochen, aber nicht gehalten, inhaltliche Gespräche versprochen, aber nicht gehalten. Das ist der doppelte Wortbruch der Ministerpräsidentin. Und so kann man Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen nicht gemeinsam gestalten. Wir haben uns überlegt, wie wir weiterarbeiten können, und wir haben dann festgestellt, dass Sie, Herr Minister, uns jetzt ein Einladungsschreiben hier kurz vor Schluss, vor der Winterpause, vor Verabschiedung des Haushalts reinreichen. Wir sollen uns doch mal mit Ihrem Sekretariat in Verbindung setzen, um dann über gemeinsame Flüchtlingskonzeption zu sprechen. Würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Körfges zulassen? Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Kollege Stamp. Ich will an der Stelle nur nachfragen, bezogen auf das, was Sie ausgeführt haben, hinsichtlich der Deckung aus dem Haushalt. Würden Sie also ein Verhältnis der Gestalt herstellen, dass Sie sagen, man kann den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels nur dann zustimmen, wenn aus dem Haushalt heraus dann an anderer Stelle eine originäre Deckung gesucht wird? Herr Kollege Stamp. Herr Körfges, wir waren auf dem Flüchtlingsgipfel so verblieben, dass wir genau darüber sprechen wollen, wie wir das gemeinsam hinbekommen wollen. Aber dieses Gespräch hat es gar nicht gegeben. Hier sind wir einmal als Kulisse missbraucht worden, um den Minister medial aus der Schusslinie zu nehmen, und sind dann anschließend in die Fachberatung nicht mehr einbezogen worden. Und wir erleben ja jetzt, wie mit der Opposition umgegangen wird. Da kommt hier kurz vor Schluss ein Schreiben, was wir jetzt bekommen haben, mit Rechtschreibfehlern, mit Interpunktionsfehlern. Das kriegen wir hier ein paar Tage hier vor der Schlussabstimmung, kriegen wir das reingereicht bei uns in die Büros. Wir können uns einmal mit dem Sekretariat des Ministers in Verbindung setzen. So kann man mit uns nicht umgehen. Wenn Sie der Meinung sind, wir sind für Sie Rotz am Ärmel, dann kränkt mich das nicht persönlich. Ja, aber Flüchtlingspolitik macht man gemeinsam seriös anders. Und das ist ja, das spricht ja für die Performance Ihrer letzten Monate insgesamt. Christian Lindner hat ja dazu auch das Richtige vorhin gesagt. Meine Damen und Herren, die Piraten haben den Antrag gestellt zum Abschiebestopp. Wir sind hier in der Sache anderer Auffassung. Wir kennen die gut gemeinte Intention, wir glauben aber, dass es hier so nicht zielführend ist. Das ist jetzt an dieser Stelle hier, ich habe noch 27 Sekunden, schwer, jetzt wirklich alles ausführlich auszuführen. Ich möchte nur sagen, dass es keinem Kind aus diesen Familien geholfen ist, wenn wir einen Kreislauf haben, der immer nur darauf ausläuft, ein paar Monate hier in Deutschland zu überwintern, um dann wieder in das Heimatland zurückzukommen.
dort wieder eine kurze Zeit zu sein, dann einen Folgeantrag hier zu stellen, wieder auf einen Abschiebestopp zu hoffen. Das bringt diesen Kindern keine Perspektive. Wir wissen, dass diese Gruppen in ihren Heimatländern diskriminiert werden. Das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass es keinen individuellen Asylanspruch gibt. Wir sollten lieber innovativ mal über Kontingentlösungen oder Ähnliches sprechen. Wir müssen diesen Kreislauf für diese Kinder durchbrechen, damit sie vernünftig in die Schule gehen können, damit sie vernünftig Bildung bekommen und damit sie Perspektiven in ihrem Leben erhalten. Vielen Dank. Herr Kollege, würden Sie noch einen Moment hier bleiben? Es liegt eine Kurzintervention der Kollegin Dücker vor. Bitte schön. Würden Sie sich... Wer kommt jetzt? Frau Dücker muss sich jetzt auf dem Platz von Herrn Friggen und muss sich eben einordnen. Bitte schön. Ja, kann ich. Herr Stamp, was mich gerade erstaunt hat und was ich hier nicht so stehen lassen möchte, ist Ihre Behauptung, dass nach dem Flüchtlingsgipfel es keinerlei Angebote mehr an die Oppositionsfraktionen gegeben hat, mitzuarbeiten. Im letzten oder vorletzten Innenausschuss, ich meine, es war der vorletzte Innenausschuss, wurde ausdrücklich von der Landesregierung noch einmal das Angebot gemacht, gerade im Hinblick auf Flüchtlingsunterbringung und wie jetzt der Prozess ist für die Neukonzeptionierung, hier sich im Innenministerium zusammenzusetzen und noch mal mit allen darüber zu beraten. Danach, also wir haben jedenfalls eine Einladung bekommen und da standen Sie auch im Kopf drauf, also dass die integrationspolitischen und die innenpolitischen Sprecher genau zu so einem Gespräch eingeladen worden sind. Wie können Sie dann hier behaupten, dass es keine weitere Einbindung der Oppositionsfraktion in die weiteren Gespräche gibt? Das ist doch einfach nicht wahr. Ja, Frau Dücker, da haben Sie mir, glaube ich, eben nicht richtig zugehört. Ich habe doch das Schreiben des Ministers erwähnt, was wir am 11. Dezember hier kurz vor knapp im Posteingang gehabt haben. Wissen Sie, wie viele Wochen seitdem vergangen ist? So kann man nicht gemeinsam arbeiten. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Wir werden Ihnen trotzdem um der Sache willen auch weiterhin die Hand reichen. Aber es ist trotzdem eine Unverschämtheit und das werde ich hier auch als Parlamentarier so sagen dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Stamp. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Herrmann. Okay. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht kann man das an anderer Stelle noch klären. Ich finde, es passt nicht zusammen, dass wir für den großen Showdown rund um die Flüchtlingsaufnahme, dass wir den gemeinsam mit unserem Antrag für einen Abschiebestopp während der Wintermonate beraten. Es ist sehr schade, dass anscheinend an beiden Plenartagen nicht mal eine halbe Stunde mehr Zeit war. Ein bisschen mehr Zeit, um die Situation von Geflüchteten in Deutschland und die Situation in angeblich sicheren Herkunftsstaaten zu beraten, das wären diese Menschen schon wert gewesen. Aber hier geht es anscheinend heute nur um Augen zu und durch. Der Haushalt ist abgestimmt mit viel Eigenlob und noch mehr Selbstverleugnung. Frau Dücker, die Zahlenspiele, die Sie eben gebracht haben, die waren schon abenteuerlich. Denn ohne die 108 Millionen Euro vom Bund für den Verkauf Ihrer Stimme im Bundesrat hätte es hier für den Haushalt und für die Unterstützung der Unterbringung von Geflüchteten in den Kommunen ganz schlecht ausgesehen. Meine Damen und Herren, die mutlose und kraftlose Politik der rot-grünen Landesregierung im Bereich der Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen wird fortgesetzt. Daran hat weder Lampedusa noch Burbach etwas geändert. Es wird also ein Weiter-so geben, das steht nun fest. Ich finde es nicht nur bedauerlich, sondern fatal, dass wir erneut die dringende Reform der Flüchtlingsaufnahme, nämlich die Neukonzeption, aufschieben. Natürlich sehen wir Ihre Anstrengungen, aber einfach nur mehr Geld in ein gescheitertes System zu stecken, ist falsch. Wir haben sehr viele gute Vorschläge unterbreitet, seit Monaten und auch schon seit Jahren. Für den Haushalt waren 6 sehr konkrete Lösungen für nachhaltige, humane und praktische Konzepte vorgeschlagen, alle abgelehnt. Dennoch geben wir auch heute nicht auf und schlagen nun erneut Änderungen für das vorliegende Flüchtlingsaufnahmegesetz vor. Kommunen, die Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen, betreuen und versorgen, sollen belohnt werden und Fördermittel erhalten.
Denn Ihr Gesetzentwurf garantiert bisher nicht, dass das versprochene Geld die Situation für die Flüchtlinge wirklich verbessert. Dafür bräuchte es verbindliche Mindeststandards, wie sie zum Beispiel der Flüchtlingsrat erarbeitet hat. Sie überlassen es aber weiterhin den 396 Kommunen, ob Flüchtlinge angemessen versorgt oder untergebracht werden. Das kann gut gehen, wie in Lünen, Leverkusen und Mülheim. Es gibt aber gerade im ländlichen Raum viele Kommunen, da schlafen Flüchtlinge auf dreckigen Matratzen und über dem Schimmel wächst schon Moos. Solche Geschichten hört man, wenn man mal mit den ehrenamtlichen Helfern vor Ort spricht. Dieses Glücksspiel bei der Unterbringung muss endlich aufhören. Ein weiterer Punkt. Von sozialer Betreuung fehlt in ländlichen Gegenden oft jegliche Spur. Auch weil die im Gesetz festgeschriebenen 4,5% der Mittel nicht einmal für einen Minijob reichen. Wir wollen deshalb die Prozente im Gesetz verdoppelt sehen. Dann müssen auch kleinere Kommunen sich um soziale Betreuung bemühen. Meine Damen und Herren, liebe Frau Düker, lieber Herr Körfkes, wir müssen endlich den Weg gehen und Standards für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen im ganzen Land setzen. Ich mag das Wort Komplexität wirklich nicht mehr hören. Es ist gleichbedeutend mit Verantwortungslosigkeit. Andere Bundesländer sind längst den Weg der gesetzlichen Festschreibung von Mindeststandards gegangen. Und Fördertöpfe unterliegen keinem Komplexitätsgebot. Sie haben einfach keinen Mut und keine Kraft. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch zu unserem Antrag für einen Winterabschiebestopp kommen. Wir sind sehr gespannt darauf, wie Sie die Abschiebungen in Kälte, Hunger und Verfolgung in diesem Winter rechtfertigen. Wieder machen es Ihnen andere Bundesländer vor und zeigen, wie grüne Flüchtlingspolitik aussehen kann. Ein Erlass aus NRW wäre ein Signal gegen die flüchtlingsfeindlichen Demonstrationen à la Pegida. Wenn wir hier im Landtag einen Abschiebestopp über den Winter auch für Roma beschließen würden, würden wir auch ein Zeichen gegen Feindlichkeit gegenüber dieser Volksgruppe setzen und den Vorurteilen über angeblichen Asylmissbrauch entgegentreten. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat unlängst wieder an uns, an die Politik, appelliert, mehr gegen Antiziganismus und Antiromanismus zu tun. Dringender Handlungsbedarf wurde angemahnt. Dass Roma in den Herkunftsstaaten nicht wirklich sicher sind, das wissen Sie auch. Sie haben es auch eben angedeutet. Nicht nur das Verwaltungsgericht Münster hat da auch starke Zweifel dran. Stimmen Sie deshalb für den Wintererlass, wie Thüringen, wie Schleswig-Holstein das bereits getan haben, und sorgen Sie für Sicherheit und Menschenwürde für Flüchtlinge im Winter. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Stamp, jeder muss selbst schauen, welche Worte er wählt. Das ist oft eine Temperaments- und Stilfrage. Ich weiß, wovon ich rede, lieber Kollege. Ob doppelter Wortbruch und Rotz am Ärmel die richtigen Worte in dem Zusammenhang sind, das müssen Sie selbst beurteilen. Aber ich lege Wert auf folgende Feststellung, Herr Stamp. Wir haben die Unterbringungssituation, wie sie aktuell sich darstellt, wie sie sich konzeptionell weiterentwickeln soll, in jedem Innenausschuss der letzten Monate ausführlich dargestellt. Sie haben dazu ausführliche Berichte bekommen. Und wir haben anerkannt, dass Sie persönlich gesagt haben, Sie wollen sich auch konzeptionell einbringen. Und deshalb haben wir Ihnen oder habe ich Ihnen zwei Termine, nicht nur Ihnen, sondern allen Fraktionen des Hauses, zwei Termine vorgeschlagen. Ich denke mal, dem Respekt gegenüber, dass auch Abgeordnete volle Terminkalender haben, Herr Stamm, und es nur redlich ist, nicht einen Termin vorzugeben, sondern Ihnen auch und allen anderen Kollegen hier des Hauses die Chance zu geben, in einem ordentlichen Termin Abstimmungsverfahren dazu Einigkeit und Konsens zu kommen. Und da bitte ich Sie, das nicht verdrehend darzustellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Aufnahme, Versorgung, Betreuung von Schutzbedürftigen, das wird die Kernaufgabe der kommenden Jahre sein. Jeder, der Nachrichten sieht, weiß, was in der Welt geschieht, was auf Europa, was auf Deutschland, was auf Nordrhein-Westfalen zukommt. Deshalb ist es aller Anstrengungen wert, dieses Thema auch mit strukturellen Verbesserungen zu versorgen. Und diese Anstrengung, Herr Dr. Stamm, können Sie an einer Zahl messen. Diese Zahl lautet 145 Millionen Euro. Das ist übrigens keine Gesamtsumme,
sondern die Summe, Herr Herrmann, die das Land Nordrhein-Westfalen im Haushaltsjahr 2015 zusätzlich zu bereits veranschlagten Mitteln für die Flüchtlingsarbeit in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen, im Übrigen in weiten Teilen den Kommunen zugutekommen. In dieser Summe sind übrigens auch enthalten, Herr Herrmann, 54 Millionen Euro, die der Bund dem Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellt. Und ich will da Herrn Cooper wirklich vor Legendenbildung schützen, um es noch mal deutlich zu sagen, Herr Cooper, die Gesamtsumme des Bundes beträgt 108 Millionen. Die Hälfte jedoch davon sind ein lupenreines Darlehen, das wir als Land zurückzahlen müssen. Die andere Hälfte, das wiederhole ich gerne an dieser Stelle noch mal, gibt das Land den Kommunen 1:1 weiter. Mehr noch, packt obendrauf 91 Millionen Euro zusätzlich, insbesondere aus den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels. Darin sind alleine enthalten 40 Millionen, die die Pauschale im FLÜAG erhöht und damit dynamisch wachsen wird, wenn die Zuwanderungssituation nach Nordrhein-Westfalen und nach Deutschland ähnlich sein wird. Die Landesregierung entlastet ihre Kommunen spürbar, weil wir gemeinsam diese Herausforderung stemmen müssen. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, und zwar anders als der Bund, um es deutlich zu sagen, anders als der Bund, der seine Unterstützung lediglich für die Jahre 2015 und 2016 zugesagt hat. Und diese strukturelle Entlastung spiegelt sich auch in diesem Flüchtlingsaufnahmegesetz wider. Wir erfüllen aber übrigens auch den großen Wunsch der kommunalen Spitzenverbände, einen Härtefallfonds für Krankheitskosten einzurichten. Wir haben hier die Grenze alles oberhalb von 70.000 Euro gewählt. Wir werden diesen Fonds evaluieren, schauen, reicht das Geld, wird er ausgeschöpft, möglicherweise zu Anpassungen kommen. Aber um es noch mal deutlich zu sagen, das gehört auch zur Wahrheit. Wäre das Asylbewerberleistungsgesetz weggefallen, so wie wir es gemeinsam gefordert haben, und dass es nicht dazu kam, lag an der Blockadehaltung der CDU, dann bräuchten wir derartige Härtefonds überhaupt nichts. Wir bräuchten das hier noch nicht einmal zu diskutieren. Meine Damen und Herren, insgesamt ist das FLÜAG ein Gesetz, das unsere Kommunen deutlich mehr Spielraum bietet, um menschenwürdige Versorgung und Betreuung zu gewährleisten. Trotzdem heißt das nicht, um es deutlich zu sagen, dass der Bund auf alle Zeit sich aus den Pflichten entlasten darf. Flüchtlingsaufnahme wird die Aufgabe des kommenden Jahrzehnts sein. Es kann nicht sein, dass das Bund, Länder und Gemeinden alleine stemmen müssen. Der Bund steht hier in der gesamtstaatlichen Verantwortung, auch seinen Teil, und zwar dynamisch aus dem eigenen Haushalt dazu beizutragen, dass diese Herausforderung auf alle Schultern verteilt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Herrmann, ich will auch ganz kurz, es ist in der Tat immer nur wenig Zeit, aber ganz kurz auf Ihre Forderung nach einem Winterlass eingehen. Ich halte sehr viel davon, dass wir da auch redlich miteinander reden. Redlich darüber reden, was nutzt ein vorübergehender Winterlass, den wir übrigens, Herr Herrmann, das wissen Sie, weil es eine Aufgabenerfüllung nach Weisung durch den Bund, durch die Kommunen ist, einen solchen Erlass auch nur einmalig und vorübergehend und zeitlich befristet aussprechen können. Danach ist ein solcher Erlass nie wieder möglich. Das wissen Sie, Herr Herrmann. Und deshalb haben wir uns in Nordrhein-Westfalen für den richtigeren Weg entschieden, nämlich grundsätzlich bei Rückführung den kommunalen Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen vorzugeben, dass, wenn eine solche Rückkehr erforderlich ist, immer im Einzelfall die familiären, sozialen und gesundheitlichen Umstände zu prüfen. Und zwar immer, nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr, Herr Herrmann. Und um deutlich zu sagen, dass Sie haben uns letztes Jahr, Herr Herrmann, persönlich dafür gelobt, dass wir über die Erlasslage in Nordrhein-Westfalen das gesetzlich ausschöpfen, was gerade bei Rückführungen im Rahmen von Landeskompetenz möglich ist. Das tun wir auch weiterhin konsequent. Deshalb, Herr Herrmann, kündige ich jetzt auch an, dass dieser Sensibilisierungserlass, der im letzten Jahr für den Kosovo galt, auf ganz Südosteuropa, da wo es entsprechende Zuwanderungszahlen gibt, auch angewandt wird, weil das der richtigere Weg ist, als nur Symbolpolitik zu betreiben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind damit am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Wir kommen zur Abstimmung erstens über den Änderungsantrag der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 19/7620.
Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Dankeschön. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen bei Enthaltung der FDP-Fraktion gegen die Stimmen der Piraten. Wir kommen zur Abstimmung. Zweitens über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU. Das ist die Drucksache 7626. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Dankeschön. Damit ist der Antrag der Fraktion Drucksache 7626 abgelehnt mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 die Grünen, der Fraktion der Piraten gegen die Stimmen der CDU bei Enthaltung der FDP-Fraktion. Wir kommen zur Abstimmung. Drittens über den Gesetzentwurf. Das ist die Drucksache 6689. Der Innenausschuss empfiehlt in Drucksache 7552 den Gesetzentwurf Drucksache 6689 in der Fassung seiner Beschlüsse anzunehmen. Wir kommen somit zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung der Drucksache 7552. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist die Beschlussempfehlung Drucksache 7552 angenommen von mit Stimmen der SPD und der Fraktion Bündnis 90 die Grünen bei Enthaltung der CDU, der FDP und der Fraktion der Piraten. Wir kommen viertens zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU. Das ist die Drucksache 7542. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 7542 an den Ausschuss für Kommunalpolitik federführend sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung mit Stimmen aller Fraktionen angenommen worden. Wir kommen zur letzten Abstimmung, zur fünften Abstimmung über den Antrag der Fraktion der Piraten, die Drucksache 7543. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages Drucksache 7543. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag der Fraktion der Piraten abgelehnt von Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90, Grünen, der FDP bei Zustimmung der Fraktion der Piraten. Und die Drucksache 7543 ist abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3.